Ich kann euch diesmal von einer wirklich interessanten Woche in Berlin erzählen. Wir haben seit Mittwoch eine Bundesregierung. Wir haben diese Woche die Bundeskanzlerin gewählt oder auch nicht. Es war ein knappes Ergebnis. Mal schauen, wie gut die Regierung die nächsten Jahre zusammenarbeitet. Aber auch die FDP hat viele gute Initiativen diese Woche in den Bundestag eingebracht. So haben wir heute über unseren Gesetzentwurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages ab 2020 verhandelt. Wir haben gestern das Wechselmodell auf der Tagesordnung gehabt, auch ein FDP-Antrag, in dem es darum geht, dass Kinder, die Doppelresidenz haben, bei Müttern und Vätern als Regelfall wohnen können. Und was auch ein ganz, ganz wichtiges FDP-Anliegen ist, wir haben gestern über eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes gesprochen, sprich, dass man die 48 Stunden Wochenarbeitszeit flexibel nehmen kann und nicht mehr nur an dieses starre deutsche Arbeitsrecht gebunden ist mit einem Höchststundentag von 8 Stunden, sondern die Wirklichkeit hat sich verändert und wir wollen, dass auch das Gesetz der Wirklichkeit sich anpasst, dass wir eben auch die digitale Wirtschaft in den Arbeitszeiten abbilden können.